Mein Name ist Lukas Hartl und ich bin Assistenzarzt und PhD-Student an der klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie der Universitätsklinik für Innere Medizin 3. In dieser Arbeit haben wir den Leberwertverlauf von hospitalisierten Patientinnen und Patienten mit Covid-19 und vorbestehenden Lebererkrankungen untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass es im Fortlauf der Erkrankung zu einer Zunahme der Gallenstauwerte, der Cholestase-Parameter kommt und dass es bei einer signifikanten Anzahl von Patientinnen und Patienten auch zur Entwicklung einer sogenannten sekundärsklerosierenden Cholangitis gekommen ist. Das ist eine fortschreitende Erkrankung der Gallengänge, bei der es zu einer Zerstörung der Gallenwege kommt. Das Ziel meiner Forschung ist, die Auswirkungen von Covid-19 auf die Leber und die Gallengänge zu untersuchen. Dabei ist es wichtig, dass Gallengangsveränderungen frühzeitig entdeckt werden, damit die Patientinnen und Patienten einer entsprechenden Therapie zugeführt und frühzeitig für Lebertransplantation evaluiert werden können. Das Besondere an der Medizinischen Universität Wien und dem AKH ist, dass es eine Institution ist, in der viele international angesehene Spezialistinnen und Spezialisten von vielen Fachgebieten zusammenkommen. Und wenn man eine Frage hat, wenn man Ratschläge braucht, dann ist dieser gute Rat oft nur ein paar Türen oder eine Telefonnummer entfernt. Mein Lieblingsplatz an der MedUni Wien ist die gastroenterologische Bettenstation auf Ebene 21 oben. Wenn man da im Arztzimmer hinten sitzt, sieht man über ganz Wien drüber, sieht die Lichter vom Prater in der Nacht und in der Früh einen wunderschönen Sonnenaufgang. In meiner Freizeit mache ich Sport, ich koche und esse auch gerne gut. Ich lese, wobei da in letzter Zeit die Zeit ein bisschen knapp geworden ist. Und wenn es sich ausgeht, fahre ich immer gerne noch in die Steiermark zurück nach Hause. Mein Plan B beim Medizinaufnahmetest wäre eigentlich Molekularbiologie gewesen. Eine meiner Leidenschaften war aber auch immer die Philosophie. Da habe ich auch einen Bachelorabschluss darin gemacht. Das heißt, wenn das mit der Medizin nicht funktioniert hätte, vielleicht wäre ein Philosoph aus mir geworden.